Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sandy und begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video-Tutorial. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was es werden soll, aber unser 20-Stunden-Special ist vorbei und in diesem Special und auch unter dem Video wurden viele, viele Fragen gestellt, zwecks natürlich den Metro-Simulator, wie das Ganze funktioniert, wo man das Ganze runterlädt, wie man Karten installiert, wie die Steuerung ist und so weiter und so fort. Deswegen soll ich nämlich heute dieses Video drehen, damit ich euch das Ganze mal so vom Start auf zeigen kann, wie ihr das Ganze installiert, wo ihr das Ganze runterladet, wie ihr die Maps hinzufügt und die neuen Fahrzeuge und wie ihr natürlich den Zug und so weiter steuern könnt. Wie gesagt, jetzt als kompakt in meinem Video. Ich weiß, es wird wahrscheinlich eine Informationsflut werden. Da müsst ihr dann vielleicht dann mal einfach mal pausieren, eventuell dann nochmal zurückspulen und euch das vielleicht nochmal anschauen, wenn ihr zum Beispiel dort irgendwas nicht verstanden habt. Aber ich kann euch versichern, so kompliziert ist das Ganze hier gar nicht, so wie das vielleicht aussieht, wie es scheint. Aber ich denke mal, wir werden jetzt hier erstmal anfangen. Als erstes, was ihr natürlich machen müsst, ist, ihr geht erstmal auf die Seite. Das ist diese Seite. SimBEM oder bemind.nl. Ja, das ist eine niederländische Seite. Und hier seht ihr schon, was ihr hier benötigt. Das ist der Metro-Simulator in der Beta 3.15. Und jetzt kommen wir hier unten, haben wir hier zum Beispiel den Download der Beta 3.15. Der ist vom 27. September 2019. Der ist nur für das 64-Bit, ja, only. Und dann gibt es hier einmal noch die Beta 3.9 Release am 29. Mai 2015. Diese solltet ihr wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Also viele sind mittlerweile auf dem 64-Bit-Board. Also diese Excel hier einfach mal runterladen. Die ist noch nicht groß, 308 MB das Ganze. Speichern wir das Ganze. Notfalls könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, noch ein Addon installieren, und zwar die HSM, High Speed Metro. Dann könnt ihr das Ganze einfach hier auch nochmal speichern und dann installieren wir das Ganze im Anschluss. Weiter geht's natürlich, es ist natürlich nicht alles. Wir haben hier oben das Forum, wir haben hier oben den YouTube-Channel, da könnt ihr euch die ganzen Videos dazu mal angucken. Das Forum ist für so Fehlerbehebung und so weiter und so fort. Und in der Wiki findet ihr nochmal einiges Zusatzzeugs über den Metro-Simulator. Zum Beispiel die vier Strecken, die hier mit enthalten sind. Unter anderem die Metro Simfliet, die Metro Rindiam, die Metro Rotterdam und die Glasgow Subway. Das sind die vier Strecken, die mit enthalten sind. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel auf diese Strecken raufdrückt, könnt ihr euch da haufenweise Zusatzmaterial angucken. Welche Züge sind zum Beispiel benutzt? Wie sieht der ganze Fahrplan aus? Also das sind komplette Fahrpläne, die ihr euch hier angucken könnt, runterladen könnt und so weiter und so fort, damit ihr nachher wisst, wie ihr was fahren müsst. Hier oben sitzen dann nochmal die ganzen Linien, die hier eingetragen sind auf dieser Karte, die auch komplett befahrbar sind. Und die Versionsnummern könnt ihr hier dementsprechend auch nochmal alles nachlesen. Das ist jetzt zum Beispiel die Rindiam 2022, die man so scheinbar nicht findet im Internet. Da habt ihr hier unten, das ist ganz klein geschrieben hier, Full-Version. Die könnt ihr euch jetzt hier runterladen. Das ist nämlich die erste Karte, die ihr also zusätzlich noch installieren könnt. Ladet euch die runter, gerade für bestimmte Straßenbahnfahrzeuge wird diese Karte nämlich benötigt. Ja, also ladet, wie gesagt, das Ganze gleich mal runter. Das Ganze ist 20,56 MB groß, also lächerlich. Ja, das ist, sollte lächerlich sein. Einfach runterladen, speichern. Firehorse ist da sehr, sehr kann man vertrauen. Zudem habt ihr noch hier den Rolling Stock, also das ist das, die Fahrzeuge, die man sich noch runterladen kann, also die Vehicles, ja, die man sich zusätzlich runterladen kann. Und die sieht natürlich ein bisschen schlicht und einfach aus. Da habt ihr hier an der Seite natürlich nur Rolling Stock, das heißt natürlich in Englisch. Und hier seht ihr zum Beispiel unter anderem, also Russia von Moskau, St. Petersburg, Kanada, von Toronto, Spain. Habt ihr hier, wir haben natürlich hier auch Germany drin. Und da habt ihr zum Beispiel hier den München MVG Typ A Wagen. Den könnt ihr euch dementsprechend jetzt hier auch einfach mal runterladen. Auch das Ganze ist hier 8,87 MB. Das ist lächerlich klein. Also das sollte heutzutage auch wirklich jedes Internet schaffen. Also insgesamt habt ihr jetzt gesehen, sind wir jetzt nicht mal bei ganz 500 MB angekommen. Und ihr habt jetzt schon Material, wo ihr euch schon Ewigkeit mit, beschäftigen könnt halt, ne? Weil es wird ja auch von diesem Standard wird ja auch schon einiges mitgeliefert. Das darf man nicht vergessen, ne? So, hier wird dann auch nochmal so ein bisschen was erklärt, so, welche Fahrzeuge mit enthalten sind. Einmal in dieser Ausführung, einmal in dieser Ausführung. Also erstmal in weiß-blau und dann eher in blau-weiß.
Hier sehen wir noch die ganzen Seriennummern und da kleine Geschichte noch. Und hier zum Beispiel auch interessant, auf welche Strecken sie fahren. Das müsstet ihr euch immer alles irgendwie so ein bisschen durchlesen, weil sonst wisst ihr nachher nicht, wo fährt sie überhaupt und auf welche Strecken müsst ihr halt achten. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel in Frankreich gehen und sagen jetzt, wir wollen den Lyon haben, dann habt ihr hier den Zitat des Trams und das sind dann diese hübschen Modelle und da muss man ganz ehrlich sagen, also die Franzosen haben schon so einen sehr, sehr komischen Geschmack, was so Stil angeht. Also ich weiß nicht, was ist das? Das sieht doch nicht aus wie eine Straßenbahn, das sieht eher aus wie so ein UFO, was am liebsten gleich abhebt, ja. Das könnt ihr euch natürlich dann auch runterladen, da habt ihr hier an der Seite den Download-Link, ja. Also auch den könnt ihr zum Beispiel runterladen, der ist jetzt gerade mal 16,7 MB groß. Also das ist wirklich, wirklich nicht viel, was ihr da zum Beispiel runterladen müsst. Jetzt installieren wir das Ganze gleich und dann zeige ich euch, wie das Ganze dann funktioniert. Und auch das ist super simpel. Es wird wahrscheinlich noch irgendwo im Internet noch Seiten geben, wo ihr euch das Ganze runterladen könnt, ja, wo es wahrscheinlich noch deutlich mehr Zubehör gibt, was man hier so benötigt und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt halt die offizielle Wiki-Seite und dort findet ihr das Ganze dann halt dementsprechend auch. Ich lösche mal jetzt ganz kurz mal das, was wir jetzt hier nicht brauchen. Und dann sehen wir jetzt, haben wir jetzt hier im Donut-Ordner ja, 4 RAR-Archive und eine Beta. Natürlich macht es erst Sinn, wenn wir erst die Beta installieren, denn ohne den Simulator läuft natürlich nichts. Also installieren wir das Ganze auf die Beta 3.15, extra aufgeklickt, kurz gewartet, da kommt die Bestätigung. Jetzt installieren wir das Ganze, jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, C-Programme Metro, das ist halt immer nicht so mein Pfad, ich mag das eigentlich eher, wenn ich das Ganze so mache, D-Spiele, so, und wir wollen ein Desktop-Icon noch dazu haben, weil das halt einfach Standard ist, dass das dazu, ich weiß die Frage manchmal immer nicht, warum diese immer noch kommt. So, der installiert das Ganze jetzt. Wir starten jetzt aber nicht gleich jetzt mit den ganzen Mods, sondern wir starten jetzt erstmal so, wie er halt von Hause aus ist. Es wird irgendwie noch der aktuellste NetFramework benötigt. Das steht jetzt hier nirgendwo da. Vielleicht solltet ihr euch da mal in der README mal nochmal so ein bisschen durchlesen. Also vielleicht auch mal auf der Wiki-Seite euch da vielleicht ein bisschen schlau machen, ob ihr alles habt, was benötigt wird. Aber ihr seht schon, er installiert eigentlich hier alles mit automatisch. Hier D3D9, ja, also das ist schon DirectX, das ist nicht mehr up-to-date eigentlich. Aber jeder, der den Simulator gesehen hat, der weiß halt auch, wie das Ganze halt dementsprechend halt aussieht. Ne? Also es ist jetzt kein Transom World oder sowas. So, jetzt können wir hier erstmal soweit hier alles machen. Hier sehen wir jetzt den Metro-Simulator, starten das Ganze. Und normalerweise kommt am Anfang jetzt gleich erstmal die Frage, welche Grafikeinstellungen wir zum Beispiel haben. Das sieht jetzt aber nicht so aus. Also irgendwo speichert der die Datei noch unter. Das finde ich persönlich immer ein bisschen blöd, weil so kann man das Ganze halt dementsprechend schlecht zeigen. Soll uns jetzt aber nicht stören. So sieht das Hauptmenü aus. Die ganzen Grafikeinstellungen könnt ihr natürlich hier auch oben und so weiter einstellen, oder? Gibt es gar keine Möglichkeit. Also Grafikeinstellungen gibt es hier gar nicht so groß, die ihr habt. Das ist jetzt erstmal das, was wir jetzt hier haben. Jetzt wollen wir natürlich hier die ganzen Sachen jetzt noch installieren, die wir jetzt runtergeladen haben. Also das ist die Simblet 1982, 2020, 68, 85. Normalerweise bekommt ihr zum Start erstmal ein kleines Fenster. Da steht dann drin, mit welchen Grafikdetails ihr spielen möchtet. Also ich glaube, mittlerweile könnt ihr da alles auf hochstellen, weil der ist jetzt nicht so systemhungrig. Einen kleinen Tipp kann ich hier euch noch geben. Dieser Simulator mag es überhaupt nicht, wenn ihr raustappt. Ja? Also solltet ihr zufällig mal aus dem Bildschirm rausgehen und versehentlich zum Beispiel auf den zweiten Monitor drücken oder ihr drückt die Alt-Tab-Taste, weil ihr raustappt versehentlich, könnt ihr den Simulator gleich wieder schließen, weil das ist, der crasht. Also der freest ein. Ihr hört zwar im Hintergrund noch die ganzen Sounds und sowas, aber das Bild ist eingefroren. Also der freest richtig. Da hilft einfach nur, den Simulator über STRG Alt entfernen zu beenden. Ja, also da solltet ihr wirklich drauf achten. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch hier noch mit am Rande geben kann. So, dadurch, dass es jetzt hier nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, über einen X-Button zu drücken, könnt ihr das Ganze mit Alt F4 beenden. So, jetzt wollen wir natürlich das Ganze installieren. Jetzt haben wir die Strecke, Fahrzeuge. Da geht ihr jetzt hier am besten in den Dateifahrtordner. Also hier könnt ihr, entweder sucht ihr euch das Ganze hier über diesen PC, bla, und sucht euch das Ganze raus. Bei mir ist es jetzt hier einfach Rechtsklick auf das Icon, Dateifahrt öffnen und schon öffnet sich dieser Ordner. Okay.
Jetzt seht ihr, es sind in diesem Ordner auch nicht wirklich viele Dateien drin. Hier sehen wir die Simulator-Exe, den Uninstaller und noch ein paar kleine Daten. Und hier sehen wir zum Beispiel noch, das ist die Beta, das ist die London. Und diese .000-Datei, das sind diese Dateien, die benötigt werden. Ja, also das sind die wichtigen Dateien. Gehen wir jetzt erstmal zur Karte. Die Rhindium 2022, das ist eine kleine Erweiterung von der Standard-Rhindium. Ihr seht es auch in der Full-Version 1.31. Wenn ihr darauf klickt, ja, haben wir hier eine Data drin und eine Rhindium 2022 und eine README-Datei. Und hier solltet ihr euch das Ganze auch immer bitte gerne durchlesen. Dort steht nämlich alles drin, was halt so ist. Also sollten wir schon eine Installation haben von der Rhindium 2022, soll dieser alte Ordner gelöscht werden, damit es keine Probleme gibt. Ihr braucht den Metro-Simulator Version 3.15 oder höher und so weiter und so fort. Und hier seht ihr zum Beispiel, was hier alles so neu ist. Ja, was gefixt wurde und was in den letzten Versionen so passiert ist. Ja, also diese Readmes sind tatsächlich nicht umsonst da, um den WinRAR-Archiv zu füllen, sondern um euch Informationen zu geben. Jetzt eigentlich ganz einfach, ihr wählt diese beiden Dateien hier oben aus, also die Data und die 000-Datei. Ja, also das sind die beiden Sachen, die ihr braucht und zieht diese einfach hier in euer Hauptverzeichnis rüber. Fertig. Das Ganze macht ihr jetzt zum Beispiel noch mit der München MVG. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel diesmal noch ein Bild mit drin, ja, also damit wir sehen, um was es sich das Ganze überhaupt handelt. Wir haben hier auch wieder die Textdatei drin, da wird nochmal ein bisschen erklärt was. Und hier sehen wir zum Beispiel auch nochmal spezielle Tastenkombinationen, wie wir zum Beispiel den Scheibenwischer bewegen, wie wir zum Beispiel die Fahrertür öffnen und schließen können und wie wir zum Beispiel so auch die map-spezifischen Destinations halt einstellen können. Also das auch immer bitte voll lesen. Und hier auch, hier wird hier nur die Data benötigt und die München. 000. Das schieben wir jetzt hier einfach rein. Jetzt haben wir hier noch den Citrades, Trams, keine Ahnung, auch hier, wie gesagt, Bild. Ja, also hier sehen wir mal ein Bild von Tramways. Auch hier gibt es wieder eine README. Und hier steht meistens auch immer irgendwo drin, welches Modell und was sie dazu braucht. Und deswegen also durchlesen. Das Ganze schiebt ihr hier rüber. Und zu guter Letzt noch die HSM. Da haben wir hier die HSM. Aber hier gibt es nur eine README. Sparen wir uns jetzt. Schieben das Ganze hier rüber. Ersetzen das Ganze. Und ja. Das eigentlich ist alles installiert. Also wir haben jetzt Strecken installiert, wir haben jetzt Fahrzeuge installiert. Jetzt gucken wir, ob das Ganze natürlich auch funktioniert im Simulator. Und starten von daher den Simulator nochmal neu. Also ihr seht, es ist wirklich, wirklich echt simpel. Also wie gesagt, geht auf die Seite, ladet euch den Simulator runter, geht auf die Wiki-Seite, ladet euch da, wie gesagt, die Strecke runter, die Fahrzeuge, die ihr haben wollt und dann klappt das Ganze. Wir sehen jetzt hier schon, hier ist die Rhindium. Ja, 2022, hier sehen wir denn halt haufenweise Aufgaben drin, also die M1, die M2, M3, M4, M6, Rhindium, T1 normal, T2 normal, T3 normal und in den Klammern seht ihr die Fahrzeuge, also in den Klammern steht für die Fahrzeuge, die ihr zum Beispiel jetzt dafür habt. Also wir haben jetzt ja hier unten, oder muss ich mal ganz kurz gucken, war das jetzt, wo waren die? Hier. Die Simlet 2020, da seht ihr jetzt die Sunday Morning Line C und da steht in Klammern MVGA. Das ist jetzt praktisch die S-Bahn, die wir uns jetzt heruntergeladen haben von der MVGA. Genauso verhält sich das Ganze hier mit der M6 Raschauer MVGA. Wir haben hier die C402 Paris KTM 31, das ist Standard meiner Meinung nach. Und da müsst ihr halt drauf achten. Das muss natürlich hier dementsprechend drinstehen, ja. Ich guck gerade mal, Loco, nee, das ist nicht. Hier haben wir jetzt nichts. Es wird halt auch nicht für jede Aufgabe. Ihr könnt euch das Ganze auch in dem WinRAR-Archiv auch angucken, wo er, was für Aufgaben er zum Beispiel installiert. Wenn ihr in dem Ordner Data denn zum Beispiel reingeht und die Ordner mal da so ein bisschen durchwühlt, denn wenn ihr in den Data-Ordner geht, dann kommen die Karten. Wenn ihr darauf drückt, dann seht ihr da so eine diese Mission. Ja. Also wir jetzt in unserem Fall nehmen wir jetzt die MVGA und drücken jetzt hier oben einfach auf Activity. Jetzt dauert es kurz. Nicht wundern, der stürzt nicht ab, sondern der arbeitet. Es fehlt halt nur lediglich der Ladebalken. Sobald es aber geschehen ist, wechselt er das Bild und wir sind dann gleich im Simulator drin.
Manchmal ist es ein bisschen tricky. Wie stehe ich? Manchmal fühlt es sich auch sehr lang an. So. Okay. Jetzt sind wir hier im Simulator. Wir können uns jetzt natürlich jetzt hier frei bewegen mit der Taste 9. Ja, wenn ihr jetzt die Taste 9 drückt, drückt über die O, die. Nee, warte mal, über die I und die O-Taste, dann könnt ihr die Kamera bewegen mit den Pfeiltasten und mit der rechten Maustaste könnt ihr euch halt dementsprechend auch noch umgucken und so weiter und so fort. Ja, also könnt ihr dann zum Beispiel hier so durchfliegen, was denn hier so alles existiert. Mit der Taste 1 geht ihr dann natürlich wieder ins Cockpit zurück. Ja. So, jetzt ist was passiert, was so nicht passieren sollte, aber ist vielleicht auch eine ganz gute Übung. Also, ne, mit der 1 wechseln wir und so können wir dann auch mit den weiteren Tasten die ganzen Positionen wechseln. Also mit der Taste 4 hier zum Beispiel sind wir dann hier im Fahrgastraum, ja, 6, 7 und so weiter und so fort. Ja. Also wir haben hier diese ganzen Zahlen, die über den Buchstaben stehen hier, also die erste Zahlenreihe, sind so für die Kameras verantwortlich. Ja. Die 9 ist wie gesagt, was wir uns dann zum Beispiel auch außerhalb der Karte so ein bisschen fortbewegen können. Ja. Also das sollte soweit klar sein. Jetzt sehen wir hier unten links, hier, ich guck mal gerade, wo meine Maus ist. Ja. Hier unten links, achtet mal da drauf. Hier unten, da stehen so ein paar Zahlen. Also jetzt steht bei mir, jetzt muss ich leider rangehen, weil ich das Ganze ja in 4K spiele. Also VF Throttle minus 2.0, Speed 0 km, also minus 0 km/h und Axel minus 0,62 Meilen pro Sekunde. Ja. Das ist zum Beispiel eure einzigste Anzeige, die ihr hier habt, wo ihr sehen könnt, ob der Zug jetzt fährt oder nicht. Rechts unten in der Ecke, hier, haben wir die Uhrzeit, ja, dass wir zum Beispiel wissen, wo die Uhrzeit ist. Wenn wir jetzt hier unten das hier aufklappen, ja, wenn wir ganz nach unten gehen mit der Maus, sehen wir hier unseren kompletten Zug, ja, unseren Zugverband, den wir haben. Wenn wir hier auf der linken Seite gehen, sehen wir hier zum Beispiel also sämtliche Haltestellenwerke und alles sowas, wo wir zum Beispiel die Züge abstellen können. Wenn wir hier unten drauf drücken, dann können wir uns hier den kompletten Leitfaden hier praktisch, also das komplette Netz hier dementsprechend anschauen, wo wir fahren können, wie. Das ist in der Szenerie egal, weil so ein Szenario ist gebaut worden und dieses fahrt hier praktisch einfach nur ab. Wie gesagt, da spielt das keine Rolle, ob ihr das macht für den Erkundungsmodus. Gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass ihr das Ganze dann halt dementsprechend halt auch noch wahrscheinlich selber euch die Weichen dort legen könnt. Jetzt ist hier unten noch zu beachten, unten links hier, ja, dass da manchmal steht, wenn wir jetzt, manchmal steht da so eine Klammer auf, Klammer zu und da steht AI mittendrin. Das bedeutet, der Zug wird jetzt gerade gesteuert vom Computer. Ja? Also sobald das da steht, wird das Ganze vom Computer gesteuert. Ich wollte aber den Zug ja selbst übernehmen. Drückt dort einfach die C-Taste, also die C, ja, wie Konrad, ja, die C-Taste. Damit aktiviert oder deaktiviert ihr diese künstliche Intelligenz, die dann praktisch den Zug übernimmt. Und zum Beispiel könnt ihr das auch während der Fahrt einfach machen. Wenn ihr jetzt so fahrt und ach, oh, nö, jetzt kann man die KI übernehmen, drückt ihr einfach die C-Taste und die KI übernimmt den Zug. Ja? Was ich noch vergessen habe, ist hier oben, könnt ihr das Ganze auch nochmal hier gucken. Hier gibt es nochmal so ein View, Konsole, Communicator und Debug. Hier oben beendet ihr praktisch die Map, also den Simulator und hier haben wir auch nochmal einen Debug. Wie gesagt, vorher vielleicht in den Options nachgucken, wie die ganzen Steuerungen funktionieren, ist wichtig. So, ihr rüstet das Ganze auf mit der Taste, wenn euer Zug kalt ist, wenn der wirklich kalt ist und steht, mit der Taste STRG plus die F4-Taste müsst ihr drücken, damit der jetzt in diesem Zustand hier ist. Ja, also in diesem Zustand, so wie wir ihn jetzt gerade vorfinden. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit der Q-Taste und mit der W-Taste einzustellen, ob ihr jetzt vorwärts fahren wollt oder rückwärts fahren wollt. Also hier zum Beispiel steht jetzt RR. Für, ich denke mal, rückwärts, wenn ich jetzt hier die Bremse jetzt lösen würde. Genau, fahren wir jetzt nämlich rückwärts. Und wenn ich jetzt sage, über die W-Taste VF, dann bedeutet das für mich eigentlich vorwärts und wir fahren vorwärts. Also auch das funktioniert. Die Bremse benutzt ihr mit der Komma-Taste und der Punkt-Taste, also neben der M-Taste, also M wie Michael. Ja, also diese beiden Tasten sind eigentlich
das Wichtigste, denn jetzt, wenn ihr dann fahrt überhaupt, denn der Zug fährt komplett von alleine. Das Einzige, was ihr macht, ist einfach nur die Bremse zu betätigen. Und da habt ihr verschiedene Stufen. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur, du drückst die Taste und er fährt, sondern ihr müsst schon unten links drauf achten, was da steht. Wenn ihr jetzt immer drauf achtet, jetzt steht da bei mir minus 5,0 oder 5.0. Wenn ich jetzt die Punkt-Taste drücke, ja, seht ihr, 3.0, 2.0, 1.0, löse ich die Bremse. Gehe ich jetzt auf 0, haben wir die Nullstellung erreicht und drücke ich jetzt noch einmal, dann seht ihr, dann steht da eine Plus 1 und der Zug rollt. Drücke ich jetzt wieder die Komma-Taste, sehen wir, dass der Zug nicht schneller wird, sondern er rollt jetzt. Und gehe ich jetzt nochmal auf die Komma-Taste, bin ich bei minus 1 und der Zug fängt an zu bremsen. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Das ist wirklich harmlos. Je öfter ihr natürlich dann die Taste drückt, desto stärker bremst der Zug. Und desto mehr ihr die Punkt-Taste drückt, desto mehr beschleunigt ihr. Also zum Beispiel, wie kann man das jetzt sagen? Es gibt jetzt Züge, die haben jetzt drei Fahrstufen. Ja, wenn du da einmal Punkt drückst, ja, dann rollt er ganz gemütlich los, haust du nochmal auf den Punkt drauf, dann fährt er noch ein bisschen schneller los und willst du das komplette Ganze haben von dem Zug, was er rausholt, dann haust du da das dritte Mal rauf und er zieht euch davon. Also auch das ist eigentlich denn zu verstehen. Ich guck mal gerade, Türen öffnen ist zum Beispiel auch noch ganz interessant. Wenn wir jetzt zum Beispiel die rechte Tür öffnen wollen, brauchen wir die Position oben oder Position 1 ist es. Ja, also wenn wir jetzt sagen Position 1 und dann die Enter-Taste drücken, öffnen sich die Türen. Die Position 1-Taste ist dafür da, dass ihr die Tür freigebt. Ja, wenn jetzt hier zum Beispiel KI-Menschen rumlaufen würden oder sowas, die würden die Türen selber aufmachen. Mit der Enter-Taste haut ihr einfach den Schalter ein, dass sich einfach alle Türen öffnen. Und so funktioniert das auch mit der anderen Seite. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel rüber switchen und sagen jetzt, wir drücken jetzt die Einfügen-Taste, ja, somit geben wir jetzt die Türen frei und mit Entfernen öffnen wir sie einfach alle zwangshaft, ja, damit einfach alle Türen offen sind. Mit der Taste D, wie Dora, schließt ihr die Türen wieder. Bitte zurückbleiben. Also auch das funktioniert, ohne Probleme. Ihr seht das Ganze, ne? Und, Ziele schildern macht ihr ganz einfach über die, neben diesen Numblock-Tasten seht ihr jetzt zum Beispiel das Mal ist da, das Bruchzeichen ist da, die Minus-Taste, die Plus-Taste und die Enter-Taste, also die rechte Seite, ja. Und dort könnt ihr zum Beispiel die ganzen Ziele schildern, wo ihr zum Beispiel hinfahren wollt, ja. Das funktioniert halt mit der ganz normalen Maltaste und normalerweise sollte das auch mit der Bruchtaste funktionieren. Bloß hier springt er jetzt gerade rüber, weil er wahrscheinlich nur diese jetzt aktuell zur Verfügung hat. Die Enter-Taste, obwohl, also jetzt die große Enter-Taste oder jetzt auf Num-Block die Enter-Taste, sind beides die Warnsignale zum Hupen. Ja. Und das war's eigentlich. Ich glaube, mehr ist jetzt aktuell nicht, was ich jetzt euch da zeigen kann, was ihr da jetzt zum Beispiel noch beachten müsst. Zum Beispiel diese Aufgabe hier kam in die Kommentare, na, ich bin wohl falsch gefahren, weil das hier Linksverkehr ist. Wer sagt denn, dass hier zum Beispiel kein Linksverkehr ist? Mhm. Ja, also das ist ein, also ich gehe davon aus, wenn halt jemand so ein Szenario baut, der wird ja wahrscheinlich wissen, wieso, weshalb, warum. Ja, warum das Ganze so ist. Auch die Scheinwischer funktionieren hier, ja, und die Türen öffnen, haben wir ja zum Beispiel auch gelesen. Wie war das? Ah, guck mal hier, da kann man hier zum Beispiel umschalten mit der STRG C-Taste, X-Taste, ja, und guck mal hier mit der Shift und X-Taste, habt ihr gesehen? Dann können wir hier zum Beispiel die Türen auch öffnen, ja. Also geht's dazu. Also hier mit, also das ist nur speziell für diesen Zug jetzt. Das ist nicht jetzt für alle Züge, nur speziell für diesen. Deswegen solltet ihr die Readme-Datei lesen. Also Shift und X-Taste könnt ihr jetzt hier zum Beispiel die Taste öffnen. Also das ist doch richtig geiles Spielzeug. Und das halt von einem Beta zu, das ist großartig. Ja. So, jetzt zeige ich euch noch die Strecke, dass die halt dementsprechend auch installiert ist. Jetzt ist es halt natürlich so, wir können jetzt nicht einfach zurück ins Hauptmenü, sondern ihr beendet das Spiel halt einfach komplett. Ist beendet, ja. Also wartet kurz ein paar Sekündchen und startet den ganzen Simulator einfach wieder neu. Dann ist das halt, dass zumindest aus dem RAM rauskommt gleich wieder.
Jetzt warten wir noch kurz, laden jetzt mal kurz denn die Straßenbahnstrecke, die Rindjam 2022, und dann seht ihr eigentlich, funktioniert hier einfach alles. Das ist die hier in der Version 1.31, und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne, hier machen wir hier einfach die C402 aus Paris, das was wir uns runtergeladen haben, und hier oben wie gesagt auf Activity bitte drücken. Activity, nicht Explore, sondern Activity. Damit spielt ihr denn diese Mission ab. In den nächsten Tagen werden noch einige Folgen kommen. Ja, also nicht wundern, da kommt noch einiges auf euch zu. Denn ich bin doch ziemlich begeistert von dem Simulator, muss ich sagen. Und ich möchte mich da gerne noch weiter durchfummeln, um das Ganze halt noch besser zu machen. Also wie gesagt, hier wieder die Taste 9 zum Rausgucken. So sieht jetzt also praktisch unsere Straßenbahn aus. Das ist ein absolut hübsches Modell. Hier unten sehen wir jetzt wieder Control Off. Jetzt drücke ich die STL, warte, hier. Seht das hier unten? Hier unten steht jetzt Control Off. Jetzt drücke ich die STRG und F4-Taste. Und ihr seht, der Zug springt an. Ja, hier unten steht jetzt auf einmal Ridge und Throttle, 000 Speed und so weiter und so fort. Jetzt sage ich zum Beispiel noch über die W-Taste, wir wollen vorwärts fahren. Ja, deswegen schalten wir es ein auf vorwärts. Ihr seht auch drinnen hier ist alles angegangen. Wir haben jetzt aktuell ein rotes Signal. Das bedeutet, wir können jetzt hier die Türen öffnen. Und ihr seht auch, die Türen öffnen sich. A, hört ihr es? Und zweitens wird euch das hier nochmal dargestellt. Und wenn wir jetzt die Taste 9 drücken und jetzt rausgehen, sehen wir auch, die Türen sind offen. Jetzt einfach nur die Taste D drücken und die Türen schließen sich wieder. Und somit seht ihr, Fahrzeug ist installiert. Karte ist installiert und das eigentlich alles relativ simpel. So, jetzt einfach bloß die Punkt-Taste drücken und ihr seht, ja, sich das Ganze auch bewegt. Also das hier ist alles kein Hexenwerk. V-Max 35. Ihr seht, ihr habt jetzt hier eine richtige Straßenbahnstrecke. So, und dann kannst du halt hier wieder bremsen und so weiter und so fort. Also, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, jetzt können wir hier natürlich wieder schildern. Hier oben seht ihr wieder, ne, über die Maltaste könnt ihr da praktisch das Ziel wieder schildern. Also, es funktioniert ja einfach alles. Es ist super simpel zu installieren. Die Steuerung fühlt sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber wenn man es so verstanden hat, welche Tasten man hier drücken muss, klappt das auch. Ja? Also das ist schon eine relativ coole Sache. Auch hier, wie gesagt, zum Beispiel bei dem Zug geht hier wieder die Tür in auf. Ja, also auch hier Shift und X-Taste, seht ihr, die Tür geht an und so weiter. Also wie gesagt, dort, ihr müsst unbedingt halt die Readme-Datei lesen. Die ist halt nicht immer nicht umsonst dabei. Ja. Und das soll es eigentlich von diesem Tutorial eigentlich oder Video, Informationsvideo zum Metro-Simulator eigentlich gewesen sein, was ich hier euch geben kann. Wie gesagt, das ist das, was ich aktuell jetzt hier rausgefunden habe, wie ich jetzt aktuell damit zurechtkomme. Denn es ist halt wirklich alles Englisch. Ich muss natürlich auch gucken und finde auch heute immer noch neue Funktionen hier in dem Metro-Simulator. Zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel die Türen öffnet. War jetzt einfach mal ein kleiner Test gewesen und ist hier da wieder was Neues dazu gelernt. Also von daher, nicht verzagen, ja, probiert, drückt alle Tasten einfach durch, schaut euch die Optionen an, guckt euch da die Kontrollbefehle alle an, die ihr da geben könnt, schaltet einfach mal die Tasten so durch, die es da gibt. Es gibt wohl auch noch eine Blinkertaste, die ich aktuell aber bis dato noch nicht gefunden habe, denn so wirklich blinken macht der hier nicht und ich weiß noch nicht, woran das Ganze hier hapert. Weiß ich noch nicht. Also hier habe ich zwar den Warnblinker schon gefunden, ja, aber die Taste zum Blinken ist mir leider verborgen geblieben. Und ja, ich würde sagen, das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch im Ansatz ein bisschen geholfen, wie ihr zum Beispiel das Ganze installiert, startet, wie ihr zum Beispiel euch Maps jetzt installieren könnt, wie ihr jetzt die Züge installieren könnt, wie ihr den Zug zum Beispiel zum Fahren bekommt. Sollten Fragen sein, sträubt euch nicht, schreibt in die Kommentare die Fragen, die ich jetzt hier in dem Video jetzt nicht so wirklich beantwortet habe. Werde ich natürlich beantworten, so gut ich kann. Ich kann euch natürlich nichts versprechen, wenn das nachher nicht funktioniert oder nicht klappt.
weil ich das Ganze selber erstmal testen muss und so weiter, dann werde ich das natürlich dann noch tun. Für alle, die es vielleicht jetzt nicht ganz verstanden haben, schaut euch das Video einfach nochmal an und nochmal. So habe ich damals mit Susi beigebracht. Ich habe mir ein Video bestimmt mindestens 5-6 Mal angeguckt, bis das eigentlich Klick bei mir gemacht hat, was ich da überbrücken musste und dann selbst mal getestet hatte, ja, wie das Ganze funktioniert. Also deswegen, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Damit, ja, unterstützt ihr mich. Und das fände ich persönlich ziemlich cool, wenn ihr das tut. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.